Name your game. Moin Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren brandneuen Part von 13-1 Game Collection Volume 1, die Minispiele-Sammlung für die Nintendo Switch. Und wir spielen heute wieder mal ein neues Minigame. Welches wird es sein? Das sehen wir gleich. Es heißt Verhexte Eier und um was geht es hier? Das Ziel ist, platziere die Blöcke so auf dem Feld, dass sie Linien bilden, die die Wände des Feldes berühren. Du kannst immer aus drei verschiedenen Blöcken wählen, die Farbe spielt keine Rolle. Benutze L, um den Block auszuwählen und drücke A, um ihn aufzuheben und zu platzieren. Drücke B, um ihn zurückzulegen. Tipp: Einige Blöcke sind ganz besonders und können auf andere Blöcke gelegt werden. Wir sehen sie uns an. Aha. Na, da habe ich schlecht angefangen, aber egal. Drehen kann ich wohl nicht. Oh, das war wieder nicht gut. Geschicklichkeit dabei. Zweier wird nicht kommen, aber wir machen das mal. Ah, ein Einser. Ah, jetzt verstehe ich's. Wenn es die Gegenseite berührt. Noch auf Bronze. Das Ziel ist es eigentlich schön durchgehend zu bauen. Wir probieren es mal mit dem. Ah, okay, die machen alles platt. Irgendwie lecker aus, so wie eine Süßigkeit. Gehen beide nicht. Ich meine, das kann ich noch hier hin machen. Ja, ja, ja. Okay. Müsste das auch gehen? Wir sind jetzt schon bei Silber. Ist gar nicht mal so ein schlechtes Game, finde ich. Das ist schlecht platziert. Die Fliege könnte ich hier in die Mitte reinmachen. Perfekt. Hier rauf. Oh yeah. Das ist gut. Einmal hier.
Frage ist halt echt, wie wir hier noch weiterkommen. Keine gültigen Züge mehr. Aber 1995. Vielleicht schaffen wir noch mehr. Ich werde jetzt ein bisschen anders beginnen, da ich ja weiß, wie es geht. Hier schön die Ecken ausfüllen. Es geht jetzt auch wesentlich schneller. Würde ich zumindest mal sagen. So, wenn ich gleich alles cleare. So wie jetzt. Auch was rein. Und wieder ein bisschen was geschafft. Damit kann ich nichts holen, aber damit. Einer werde ich mir aufsparen. Und es geht eh nirgends hier, ne? Soll ich nur einer machen? So, die Frage ist, wo machen wir den Marshmallow hin? Hier hin. Am besten die Einer immer behalten. Ich meine, solange es geht. Auch noch gut. Das sind Vierer. Da haben wir schon das erste Problem. Machen wir hier mal zu. War okay. Ist nicht super gut, aber okay. Ist schwierig, die vier unterzubringen. Jetzt machen wir das mal so. Und die nächste vier. Ich so mache. Dann geht's unten. Schon ganz okay. Und hier. Ah, perfekt. Schwitziges Game. Aber ein sehr tolles Game. Wir sind jetzt schon auf einer höheren Stufe. Gefällt mir ganz, ganz gut. Viererblock. Ja, wir bringen ihn mal hier runter. Oh, perfekt. Wie der hinpasst. Und es könnte jetzt schon Topscore werden. Aber wir dürfen es nicht verschreien. Hier. Ja, es muss sich irgendwie, dass wir noch hier vier offen lassen. Wo machen wir die Totenköpfe hin? Passen ja auch hier rein.
Ich meine, hier hätten wir noch einen Einer, sonst machen wir das so. Können hier mal aufräumen. Und hier. Wir sind gleich auf dem Topscore, Leute. Richtig krass. Ich glaube, wir haben es schon. Nee, ich darf nicht so voreilig sein. Hier ist gut hin. Oh, schön. Das hat wie die Faust aufs Auge. Das muss mal weg. Ganz nur hier hin. Das machen wir doch. Muss ich das hier eliminieren? Nein, was mache ich denn? Das war echt dumm. Frage ist, wie ich danach weitermache. Gut, über 5k schon. Das umschließt hier nicht genug, würde ich sagen. Hier geht's noch. Dann kommt ein Einer. Jetzt ist das hier wieder frei. Sag ich schon ganz gut, ne? Richtig nice hier. So, jetzt müssen wir halt irgendwas wegbekommen, aber was ist die Frage? Nehmen wir den Einer. Machen ihn dahin. Das ist nicht gut. Problem ist, ich komme da nicht mehr raus. Kann aber nichts anderes tun, ne? Ich glaube, jetzt ist es vorbei. Nee. Sehr gut. Jetzt haben sich wieder neue Möglichkeiten aufgetan hier. Ja, das ist bis jetzt mein absolutes Lieblingsgame. Das kann ich euch schon mal verraten. Natürlich macht es auch mehr Spaß, wenn man ein bisschen was kann. Also so minimal wie ich jetzt. Wir könnten das hier versuchen. Ist hier wieder was frei? Hier auch. So, und jetzt ist es vorbei. Wir haben über 6000 geschafft. Super Highscore.
Und das war's auch schon wieder mit diesem Part von 13-1 Game Collection Volume 1. Das waren die Verhexten. Naja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Sag vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Supporten. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Kommi oder ein Abo da. Und ich wünsche euch viel Spaß mit euren eigenen Games. Bis zum nächsten Mal. Ciao.